Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, es geht direkt weiter. Ich befinde mich in einer Aufnahmesession. Deswegen gehe ich aufs nächste Mal dann erst auf die Kommentare und so weiter ein. Sag trotzdem im Voraus schon mal danke fürs Reinschauen, danke fürs Liken und Abonnieren natürlich und für die Kommentare. Ja, wie ihr seht, das ist der Rest, was vom Feld wohl runterkam. Nicht berauschend viel. Also, der Dressur ist kein zweites Mal voll geworden, deswegen werden wir jetzt komplett alles zu Malzschrot machen. Ja, dann mal gucken. So. Abgeladen haben wir. Wir haben jetzt... War doch eigentlich das gleich schon. Mahlzeit. Ja. 12.000 Liter, die ersten 63 sind schon fertig. Sehr schön. Da können wir ordentlich noch Bier draus machen. So, lala. Perfekt. Ja, dann ist heute. Wir haben immer noch den gleichen Tag. Ah, dann ist heute Rapsdreschen dran. Den Drescher habe ich schon hochgefahren. Und deswegen werden wir hier auch ihn mal, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, trotzdem per Helfer hochschicken. In der Hoffnung, dass es einfach funktionieren wird. Einfach dahin, wird schon klappen. Nein. Gut, in dem Fall machen wir das nämlich nicht. Okay, habe ich verstanden. In dem Fall kann kein Helfer, warum auch immer, aus diesem Teil von der Karte selbstständig losfahren. Natürlich kann es euch auch nochmal zeigen. Wir müssen Job erstellen machen. Freie Fahrt und ich schicke ihn jetzt hier einfach auf die Hauptstraße. Geht das? Das geht. Aber nicht in Richtung Hofgrund oder was? Okay. Weiß ich Bescheid. Gehen wir so lange Raps dreschen. Mir auch egal. Perfekt. So, und an den Hobel. Und los geht die wilde Fahrt. Ja, was wir mit dem Raps machen, weiß ich noch nicht. Bin mir noch unschlüssig. Mal gucken, wir müssen noch einen Tick weiter rüber. Genau so. Rapsstroh können wir ja nicht. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ja, dann fahren wir halt so. Ja, Rapsstroh können wir ja nicht, aber mal gucken. Ich bin, ja. Ich bin gespannt, was runterkommt. Ja, die Überlegung ist dann natürlich, was machen wir mit dem Raps? Da wir ja natürlich Schweinefutter haben und wir Schweinefutter aus Kartoffeln und Getreideschrot herstellen. Das war eigentlich schon ein bisschen arg flott, muss ich sagen, wa? Ich wollte doch eigentlich Vorgewinde fahren. Ach, egal. Machen wir jetzt dann oben lang. Ja, haben wir irgendeine Produktion, wo man Raps mit befeuern könnte? Ich glaube nämlich schon. Nö. Können wir nicht auch Öl herstellen? Oder war das ein 19er? Milch, Wein. Trauben, Brotmühle. Das ist alles Bier. Muss ich gleich nochmal gucken. Wäre nämlich gar nichts mit... ja gut, wir können es natürlich verkaufen oder mal einlagern für schlechte Zeiten, falls wir es mal für was anderes noch brauchen würden, aber... So, Moment, das muss ich nochmal kurz gucken. Also, wir haben Bäckerei, BGA, Kirche, Metzger,
Getreidemühle. Landhandel. Lohnabfüller. Viehhandel. Molkerei. Forst. Weingut. Nee, dann bin ich gerade noch beim falschen Jahr. Das war beim 19er die Ölmühle. Beziehungsweise es gibt ja Standard irgendwie Olivenöl, aber beziehungsweise Rapsöl oder so. Aber hier noch nicht. Ja gut, dann ist ja auch keine von unseren Tieren essen davon was. Weil wenn wir normales Basisfutter haben, das sind 100%, ja dann werden wir das erste Mal tatsächlich schon mal Geld verdienen. Sehr schön. Ich muss sagen, bin ich ja froh, dass wir von vorne anfangen müssen. Weil, ja, Geld tut gut. Muss ich sagen. Gut, es kommt jetzt ja auch nicht so viel runter. Wenn wir ehrlich sind. Aber ja, besser wie nichts, ne? So. Falls ihr euch fragt, warum sich bei mir die Helligkeit immer so so verändert, je nachdem wie ich fahre oder so. Ich nutze Realistic Light. Ich wollte es mal testen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist echt schön. Also ich könnte es mal zeigen. Du hast halt die Veränderung je nach Lichtwinkel, wie die Sonne drauf wirkt. Wirft Schatten. Oder halt auch nicht, je nachdem wie die Sonne gerade steht. Finde ich cool. Sieht halt ein bisschen, ich weiß nicht wie stark das Performance zieht. Ich bin jetzt hier bei über 80 FPS, also. Und auch in Außenansicht bin ich sogar eher bei 90. Ja, so, ja. Zwischen 60 und 90, ne? Also jetzt, ja nicht gerade wenig, ne? Also, ich sag heute sehr oft, ne? Gar nicht so typisch eigentlich. Gut. Auch wenn wir es irgendwie komisch zusammengefahren haben. Ach, der Manuel ist schon da. Das ist ja schön. Ich muss sagen, mir gefällt der Drescher innen auch sehr gut. Also wirklich sehr, sehr schön. Echt schön gemacht. So, weil dann fahren wir das jetzt auch nochmal gleich hoch und dann fahren wir von oben wieder runter. Und dann ist das auch wieder schick. Und stimmt auch wieder, wie es ist. Oder wie es sein soll, sagen wir so. Wird mich mal interessieren. Bewegen sich die Schalter? Ne, okay. Das wäre es jetzt noch, hey. Wenn sich jetzt noch die Kippschalter bewegt hätten, wäre schon wirklich anders wild. Also wirklich anders. Gut. Ja, ich dachte, wir machen jetzt erstmal den Raps. Bell Hafer? Weiß ich noch nicht. Das ist halt die Frage. Wollen wir Pferde? Prinzipiell könnten wir uns alle Tiere holen, aber weiß es nicht, ob wir Pferde machen wollen. Dann hätten wir nämlich auf jeden Fall Hafer schon mal. Das wäre ja natürlich nicht schlecht. Ja, die Frage ist halt, soll man das machen? Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir uns Pferde holen sollen oder nicht. Ich habe damit kein Problem. Die gefallen mir halt zwar nicht. Ja, nee. Zwar nicht so gut wie im 19er, weil ich irgendwie finde, sie laufen komisch. Da hat man auch schon ein paar Mal tatsächlich im Stream die Debatte voll. Und ein Teil hat zugestimmt und ein Teil gar nicht, aber da war dann auch wenigstens die Ehrlichkeit da, dass sie ja gut, ich spiele auch keine Pferde. Mach ich nicht. Ist ja dann schwierig drüber zu urteilen. Ja, genau. Das wäre halt so die Frage dahinter. Machen wir welche oder machen wir keine Pferde? Schreibt einfach gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und ja, ne. Wo ist jetzt eigentlich der Helfer? Wo habe ich den hingeschickt? Da vorne.
Okay, dann lasse ich hier mal kurz den Helfer weitermachen und hol den Traktor, weil genau das dachte ich mir. Wahrscheinlich sind sie ineinander gefahren und deswegen ist es hier jetzt, wie es ist. Beschissen. Guckst du nur einmal nach der Taste, Mensch. Nur einmal. Gut. Ja, mit dem bearbeiteten Loma musst du auch in den Kurven echt aufpassen beim Runterbremsen, dass es dir nicht auch einfach den Anhänger umlegt. Alles schon probiert, alles schon getestet. Natürlich mit Absicht. Kennt mich ja, ne? Ach komm, du bist so langsam. Sehr schön. Ja, dann könnten wir eigentlich gleich mal kurz gucken. Wo könnte man denn das ganze Zeug vertreiben? Solange der Karl-Heinz noch weitermacht. Da gab's Kornmühle. Ja, doch, da ist der Preis sogar gerade noch steigend. Finde ich gut. So, jetzt kannst du aber wieder hier aufhören. Ich hasse es, mit Helfer zu arbeiten. Das ist wieder das. Dass die immer im Feld drehen müssen. Gut. Ja, ist auf jeden Fall mal ein Teil kaputt gefahren, aber ja, mein Gott, was willst du machen? Ja, genau. Jetzt ist noch die Überlegung. Wir haben ja noch eigentlich alles am Hof. Ob wir nicht los sollen und Kühe holen sollen. Ich glaube, das wäre nicht gar nicht mal so blöd, dass wir jetzt den Helfer weitermachen lassen. Und dann Kühe holen. Und dann wäre halt die Frage zum Beispiel, füttern wir so oder holen wir uns einen Futtermischwagen? Das wäre halt auch noch dann die Überlegung. Weil im Shop, ach nee, es war im anderen Spielstand, wo jetzt nicht hinfällig ist, da war nämlich ein Futtermischwagen im Angebot. Oder wir holen uns einen zum hinten dranhängen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, ne? Ja. Ja, dann könnten wir jetzt noch zum Händler fahren. Oh. Doch, ich finde, Kühe klingt gut. Also, Helferchen. Wir nehmen natürlich den da. Den habe ich natürlich auch gleich schon, also voll gekauft. Vollausstattung. Das, was ich im Nachhinein noch aufgepimpt habe, sozusagen. Also pimp my Trecker. Oder so. Gut. Na dann. Ab zum Viehhändler, wa? Jö. Ja, ich denke, das kann man eigentlich ganz gut machen. Wie gesagt, Autodrive und Autodrive wäre eigentlich die einzigste Möglichkeit oder sinnvolle Möglichkeit wegen der Nutzung. Allein schon, wenn man sieht, was der Helfer für einen absoluten Scheiß zusammenfährt. Aber nee. Den Giants Helfer. Jo. Das warum auch nicht. Aber so Sachen fahren wir dann halt selber, oder? Ja. Ui, falsche Taste. Oder je nachdem halt mal gucken, wie wir es halt voll machen. Man könnte ja auch noch den intelligenten Helfer vielleicht nutzen, aber ich weiß nicht, wie in Zwischenzeit da so der Stand ist. Wie gut der in Zwischenzeit halt. Ach, egal. Wie gut der in Zwischenzeit funktioniert. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, wie gut der jetzt nochmal überarbeitet wurde und
wie sauber der vor allen Dingen arbeitet. Gut, natürlich besser wieder normale Standardhelfer. Das ist immer noch Fakt. Egal ob im 19 oder hier, der AI-Helfer funktioniert einfach besser. Ich weiß nicht, ob Giants da irgendwann mal noch nachpatcht. Wäre natürlich cool, weil das wäre natürlich wieder ein Patch. Einfach eine Mod, wo wegfallen wird. Wenn ich nicht schlecht. Klar, natürlich, er hat die Arbeit beendet. Genau das meine ich damit zum Beispiel. Mit sauber arbeiten. Pustekuchen. Geil. Jetzt holen wir die Kühe, die ersten 12 Stück. Weil dann kommt da auch noch mal ein bisschen was rum. Ich würde da tatsächlich erstmal nur welche für in Stall tun. Die Weide wäre schon cool. Ja. Aber nee. So, wir werden holen. Ach, hier gibt's ja nur Holstein. Genau. Ich hätte gern 4 Kühe. Das ist jetzt wieder die Frage. Gehen nur 5 rein. Ein Bullen. Okay, dann nehmen wir einen Bull noch mit und dann, ich würde nämlich gern mischen. Beziehungsweise, ja, danach vielleicht halt einfach noch 4 Angus und ein Angus Bullen. Dann haben wir nämlich Milch und Fleisch. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, würde ich tatsächlich sagen. Zum Hof und dann können wir sie auch gleich mal noch versorgen. Und da ist ja, wie gesagt, wäre jetzt die Frage, Futtermischwagen, ja oder nein, wenn er selbst war oder einen zum hinten dranhängen. Hinten dranhängen fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Braucht da jetzt nicht unbedingt den Selbstfahrer, außer er wäre mal im Angebot, dann wäre es natürlich echt richtig, richtig schick. Aber sonst sind die mir tatsächlich zu teuer. Wir haben auch, und ich habe auch die Roberto. Robert. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Muss ich gleich kurz gucken. Die habe ich auf jeden Fall mit drauf. Und die finde ich eigentlich echt cool. Allein schon zum Futter einstreuen. Also zum, zum Einstreuen fände ich die ganz cool. Ich glaube, so einen werden wir uns kaufen, weil, ja, wenn wir schon so viel Geld, warum auch immer, über haben, machen wir das diesmal einfach so. So, also, ich hoffe, den Kühen da hinten drin ist nicht schlecht geworden. Dann würde ich sagen, so. Weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, für was man getrocknetes Getreide, ob das einfach nur zum Weiterverarbeiten, ohne Weiterverarbeitung ist. Oder ob man damit noch irgendwas weiterverarbeiten kann. Hey. Auf dem, ups. Udala. Rinder. Klappen. Muss ich gleich mal kurz gucken. Bin ja neugierig. Okay, da. Was ich halt ehrlich sagen muss, ich finde den Stall ja echt schick. Wir machen natürlich auf, damit sie genug sehen und so weiter. Der Stall ist schon cool. Ich hätte halt den Auslauf echt mehr gefeiert. Wenn er so ein bisschen mehr, ne? Ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Gucken wir jetzt noch nach unserem Drescher.
Ach, deswegen wird das natürlich nichts. Ja, klar. Okay. Verstehe. Das da vorne machen wir jetzt noch kurz weg. Dann zeige ich euch den Buttermischwagen, wo ich gemeint habe. Kaufen den, glaube ich, auch noch gleich. Ja, genau, dann kauft man den wahrscheinlich noch gleich. Den hole ich dann später noch ab. Gut, bis darunter wird es ja wohl reichen. Ja, bestimmt. Genau. Leuchtet schon wieder die Randale für uns. Ich dachte es mir doch. Ja, gut, ja. Gleich einmal voll nach wie viel vom Feld? Knapp die Hälfte. Ja, könnte man noch mal einmal voll werden wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus, zumindest. So rum hätte ich es können. So, einmal ausfahren. Gut, pH-Wert müssen wir hier auf jeden Fall erhöhen. Stickstoff sieht, ja, bleibt nicht gut. Bleibt natürlich ein bisschen was über, weil wir ja hier, ne? Ach, ist die Tür offen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Genau, dann kaufen. Also lasse ich es dann noch voll abtanken. Dann zeige ich euch den Buttermischanhänger, wo ich gemeint habe. Ich weiß nicht mal, wie viel der kostet, ehrlich gesagt. Bremsen. Sehr schön. Genau, also das wäre dann Tierhaltung. Die da. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Ah, genau, der Dinger hier. Den dachte ich jetzt. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so blöd. Wolfram, Metall, Wolfram. Reifen in Breit. Wir können oben noch mit Rohrring machen. Sieht eigentlich ganz schick aus. Abgibmechanik Standard. Dann gibt es auch noch hinten. Standard ist hier drüber. Kannst du links und rechts abkippen. Oder dann gibt es auch noch die Tür da hinten. Aber die brauchen wir ja nicht unbedingt. Und ja, den fände ich eigentlich ganz cool. Und den werden wir uns auch kaufen. Wäre dann HB Z 104. Genau. 17.000. Schickes Ding. Können wir schön Ballen drin auflösen. Das ist noch der mobile Melkstand für die Weide. Da müssen wir auch noch gucken, wie, wo und was. Das ist noch aus dem Vermehrer. Das ist auch ein Einstreuer, ja. Genau. Gut. Bauen wir das Rohr wieder ein. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch für die Folge. Ich werde gleich noch die anderen Kühe holen. Der hat Stempeleisen. Hier, fuck. Das wusste ich gar nicht. Licht kannst du anmachen. Ach ja, schick. Cool. Oh. Man lernt ja nie aus. Gut. Ja, dann würde ich hier jetzt mal weitermachen. Würde die anderen Kühe noch voll holen. No?
Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, das Übliche halt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann heißt, ab in die Weizenernte. Ja, vor allen Dingen Weizen. Ab in die Haferernte. Wahrscheinlich, also ich werde nicht fertig. Und Tiere versorgen. In diesem Sinne, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Euer Vicky. Und tschüss.